Du hast zu früh angefangen. Ich war noch nicht voll okay. da. Okay, 3, 2, 1. Live. Time for Prince, Amanda Behrens, Ben Hammer. Heute mit dem besten Paketboten der Welt. Yay! Paul Ripke bringt Juhu! Uns wen auch immer. Komm, Paul, trau dich. Maximilian Weber. Mach auf den Maxi. Maximilian Weber. Oh, krass. Frankfurt. Frankfurt? Frankfurt. Cool. Maximilian Weber, Weber Art. Auch das Art weg, mach einfach nur Maximilian Weber. Das reicht. Hey Ben, hey Amanda. Hier mein Portfoliobuch mit den Bildern vom letzten halben Jahr. Noch ein paar Zeilen zu mir. Ich heiße Max, bin 28 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main. Ich fotografiere seit circa einem Jahr in Richtung Lifestyle-Porträt und etwas Beauty, noch am Üben. Würde mich tierisch über Feedback von euch beiden freuen. Macht's gut und viel Spaß beim Durchstöbern der bestimmt viel zu vielen Einsendungen. Sehr, sehr coole Aktion von euch beiden. Liebe Grüße, Max. Du hast jetzt nichts dazu geschrieben, lieber Max, ob du die Sachen zurückhaben willst. Ich gehe aber mal davon aus. Weißt du, wie das hier heißt? Leporello. Du bist so eine Streberin. Schönes Ding. Brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Coole, also hier, eine Seite ein... schwarz-weiß, eine bunt. Ah, das habe ich noch gar nicht gerafft. Gutes schönes, schönes Konzept. Schöne Fotos. Auch coole Bearbeitung und coole, ja. coole Qualität, ne? Ja. Das mag ich ja gerne. So ein bisschen erschrocken. Und Schatten. Ein kleines Reh, was in der Parkliste ist. Aber jetzt widmen wir uns dem echten Zeug und das sieht auch schon ziemlich gut aus. Ja, aber dieses Art muss weg. Boah, find aber ich liebe es ja, das anzufassen. Ist ein bisschen sexy, ja. Die kriege ich auch immer. So, schlag um. Mein Kind. Was passiert eigentlich, wenn man hinten bei dir die Stange aufmacht? Die Stange? Die Spange. Die Spange. Die Spange. Ja, wir machen einfach weiter, komm. Oh, ja, da könnte ich jetzt wie immer dasselbe zu sagen. Ja, auch so Zitate von Newton oder irgendwas würde ich auch rausnehmen. Newton hatte nicht die Glühbirne erfunden. Genau, der war das. Okay. Schön. Ja, Hut weg. Sonst super. Cool. Auch das Buch ist cool, DIN A4. Schöne Bindung zum Aufschlagen. Genau. Auch super, finde ich auch toll ausgewählt hier über die Doppelseite und so. Dass dann. Da ist witzigerweise, wir hatten das jetzt schon so oft durch die Bindung hier, ist es sogar egal, dass sie halt wirklich in der Mitte ist, weil die Bindung so flat ist, ja. dass man das nochmal verzeiht und einfach die Farben allein schon so geil auch sind. Die Kombi finde ich ziemlich geil. Sehr schöne die Frau. Qualität, so wunderschön, obwohl die Qualität irgendwie auch echt, also hast du da ganz, ganz klein auflösende Bilder eingeschickt oder was? Das ist sehr pixelig. Allerdings. Aber gut. Wir bewerten das aber auch. Was hast du denn da gemacht? Da ist so viel Potenzial drin. Vielleicht hast du vielleicht, ist dir vielleicht die Festplatte runtergefallen? Du hattest nur noch die kleine Version für Instagram. Die großen sind von der Festplatte runtergefallen, oder? Wer ist Farina? Farina. Kenne ich nicht. Kohl und Gerst, Farina? Ja. Wo kommt... Ach, Köln. Aber ja. Erst, ja, ist ja machbar. Ja, Köln, cool. Frankfurt kann man mal springen. Schön auch mit der, ich liebe es, wenn man Weißfläche um will. Ne? Ja. Oh, und das finde ich aber auch interessant. Das ist selten. Aber irgendwie finde ich es ganz, konzeptionell ganz gut, ja. Stimmig. Also jetzt nicht vom Bild her. Das hier ist mir zu viel wieder vom Styling, aber es ist gut. Da finde ich sowas Leder. Viel, viel stärker. Ich stehe auf Leder. Okay. Oh, hier Katrin. Die, mit der habe ich auch demnächst mal ein Date. Die also wenn ihr das seht, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder 3 Jahre her. Die hat so ein geiles Nasenpiercing, was ich sehr liebe. Septum. Heißt das Septum? Warum? Weil es offen ist? Keine Ahnung. Und nicht rund? Heißt so. Ich glaube, rund heißt Nasenring, ne? Wenn es geschlossen ist. Das weiß ich nicht. Cool, echt schöne Sachen drin. Auch sehr, sehr Das ist geil. Heldig. Ja, das, also sie guckt mir ganz ein bisschen zu verschreckt. Und wenn ich jetzt wirklich anfangen würde auf... Detail zu achten, würde ich sagen, das geht zu sehr ins Gesicht rein hier, aber... Echt? Genau, das finde ich geil. Ich finde das ganze Bild geil. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch geil, dass das so groß in dem Buch ist. Ja, das finde ich auch geil. Aber generell finde ich seine Farben sowieso ziemlich stark. Das finde ich ein bisschen doppelt gemoppelt, aber... Und das erste ist definitiv das bessere Bild. Ja, sie ist auch toll. Schöne Farben.
Ich wiederhole mich, schöne Farben. Schöne Farben, schöne Frauen. Auch so Frauentypen, die finde ich cool. Stehen Männer, glaube ich, ein bisschen drauf, oder? Aufs Kurzhaar. Mega, Kurzhaar geht immer. Ich finde Kurzhaar. Oh, ich glaube, da bist du aber einer von wenigen. Da weißt du voll, dass du mit der Frau was anfangen kannst, weil die nicht so ist. Ja, vor allem, weil die nicht 12 Stunden oder eine Dreiviertelstunde im Badezimmer braucht. Nee, Kurzhaare sind geil. Schön. Hast du gut gemacht. Das raus. Findest du? Ja. Das sofort. Ist auch so, nur so der Beweis. Jetzt kommt das wahrscheinlich. Das ist Martin. Also, ich finde, das ist Krolopp Gerst. Outfit und Pose und Umsetzung. Ist das jetzt gut oder schlecht? Na, das kann jeder so sagen, wie er will. Mein Ding ist es halt nicht. Ich arbeite nicht so, aber das ist ja auch nicht relevant. Mir persönlich gefallen die halt viel besser. Mhm. Und ich kann mir auch nicht, also ich finde, es passt nicht so gut zusammen. Auch das ist mir zu... Ja, das ist klar. Da finde ich die sowas tausendmal geiler. Wir müssen mal nach Frankfurt und zum Dächer. Nee, ich finde die Studiosachen, die sind okay, aber die finde ich nicht so stark wie die anderen. Also ich bin stark dafür, dass du bei sowas weitermachst und sowas rausnimmst. Ist das Dingens? Das hier ist cool. Nee. Mag ich. Ich mag auch, ich stehe im Moment total auf so einen Scheiß immer wieder, wenn sich da, aber es ist halt auch eigentlich durch, aber ich finde es immer geil. Ich mache das ja auch schon ganz lange immer. Ja, du hast das erfunden, glaube ich. Ich habe das erfunden, genau, das haben nämlich alle bei mir abgeguckt. Aber mich nervt das bei mir selber schon wieder so sehr, dass ich es schon wieder geil finde, also extrem widersprüchlich. Aber so kennen wir das. Ich habe mich selber satt gesehen an meinen Sachen, aber ich mache es trotzdem Maximilian. Immer weiter. Du bitte auch weitermachen. Super schönes Buch, schöne Farben, hier und da ein paar Bilder rauswerfen, die so nicht konsequent deinem Stil eigentlich entsprechen. Ja. Amanda stört das Art, obwohl es so wunderbar zu ihrem Nagellack passt. Ich finde es okay, aber du machst ja scheinbar nur Fotos, das heißt, dann kannst du die Art sperren. Und wer sich selber Art oder Künstler nennt, hat sowieso eine Meise. Deswegen nimm deinen Namen, alles ist gut. Wir danken dir vielmals. Bitte. Super Buch.